ganz viel zu Hause machen. Auch ich bin ein bisschen mehr zu Hause als sonst. Und vielleicht kannst du auch ganz in der Ecke meinen Hund erkennen. Das ist die Lucy. Und die Lucy wird uns heute ein bisschen zuschauen, was wir so machen. Ich habe mir gedacht, am Montag haben wir uns ja den neuen Buchstaben angeschaut. Und zwar das T, das Große und das Kleine. Und ich habe mir gedacht, weil so vielen Kindern haben die Übungen zum R so gut gefallen, dann kann ich das auch von zu Hause ein bisschen für dich vorbereiten, dass du ein bisschen mitmachen kannst und dich auch zu Hause ein bisschen mehr bewegen kannst. Ich habe dir hier aufgeschrieben, wie man das T schreibt, aber das weißt du hier jetzt eigentlich eh schon. Kannst du dich noch erinnern, bei welchen zwei Wörtern wir das kleine T schon kennengelernt haben? Verrat's einmal Mama und Papa. Genau, bei ist und bei hat hatten wir schon das kleine T. Aber das große, das haben wir ja auch besprochen, das ist gar nicht so schwer zu schreiben. Da rundherum habe ich für dich noch ein paar Bilder eingefügt. Und da könnt ihr ja mal gemeinsam überlegen, was du da denn so alles erkennen kannst und warum ich dir genau diese Bilder hier auf meinem Fernseher eigentlich da drauf gespielt habe. Überlege mal. Du kannst erkennen einen Teppich, einen Tierarzt, einen Traktor, einen Hut, eine Kette, einen Stift, eine Krawatte und eine Tasse. Genau, weil überall bei diesen Bildern oder bei dem Wort eigentlich von diesem Bild kommt überall irgendwo im Wort ein T vor. Entweder ganz am Anfang, dann brauche ich das große T. Oder wie du schon weißt, wenn es irgendwo in der Mitte vom Wort sich versteckt hat oder vielleicht auch ganz am Schluss, dann brauche ich das kleine T. Gut. Jetzt stell dich einmal hinter deinen Sessel, schieb ihn hinein und dann lass du einmal so wie in der Klasse auch deinen Daumen sprechen. Ja, du hörst das T oder nein, du kannst kein T hören. Geht schon los. Tisch. Tisch. Genau, ein T. Tür. Tür. Sehr gut. Wir hören ein T. Würfel. Würfel. Ein T. Sehr gut. Tasche. Tasche. Ja, wir hören ein T. Sehr gut. Ampel. Ampel. Nein, gibt es kein T. Super. Tiger. Tiger. Ja, super. Sehr gut. Koffer. Koffer. Kein T. Super. Und das letzte, der Turm. Turm. Sehr gut. Wunderbar. So, die nächste Übung, die kennst du ja jetzt auch schon. Entweder du machst die Bewegungen ordentlich mit. Entweder am Anfang, in der Mitte oder am Schluss. Es geht los. Auto. Auto. Genau. In der Mitte. Brot. Brot. Genau. Ganz am Schluss hören wir das T. Super. Tasche. Tasche. Bravo. Ganz am Anfang. Tor. Tor. Genau, wieder am Anfang. Super. Elefant. Elefant. Genau. Am Schluss. Rettung. Rettung. Genau, schön in der Mitte eingekuschelt. Rakete. Ist ein bisschen schwierig. Gut zuhören noch einmal. Rakete.
Rakete. Das ist ein bisschen gemein, aber wir hören das eigentlich noch in der Mitte. Es ist nicht der allerletzte Buchstabe, den wir hören können. Aber jetzt ein bisschen etwas Einfacheres. Salat. Salat. Genau, ganz klar am Schluss. Gut, aufpassen, langes Wort kommt jetzt. Taschenlampe. Taschenlampe. Genau, am Anfang. Sehr gut. Hut. Hut. Genau, am Schluss. Topf. Topf. Bravo. Am Anfang. Und jetzt habe ich noch ein letztes für dich. Die Laterne. Laterne. Genau. In der Mitte. Super. Sehr gut. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht, ein bisschen mitzuturnen und mitzumachen bei unserem neuen Buchstaben beim T. Vielleicht fallen dir ja noch eigene Bilder ein oder eigene Wörter, die mit T beginnen oder wo sich irgendwo ein T versteckt hat. Ich würde mich freuen, wenn du mir entweder ein T-Bild malst, wo ganz viele T-Wörter vorkommen, oder wenn du mir vielleicht wieder den Buchstaben T mit irgendetwas, was du zu Hause hast, legen kannst. Oder vielleicht hast du irgendetwas, wo du es hineinschreiben kannst, oder du machst ein buntes, tolles T, das man dann vielleicht aufhängen kann in deinem Zimmer. Irgendetwas fällt dir bestimmt ein. Ich bin schon gespannt auf deine Bilder und ich hoffe, wir können uns bald wieder sehen. Und bis dahin alles Gute und alles Liebe. Und wenn du etwas brauchst, dann sollen mir Mama oder Papa einfach schreiben. Okay? Also dann, mach's gut. Tschüss.